Wir haben es geschafft, Leute. Da unten hätten wir hoch müssen. Bis hierher. Naja. So, hier gibt es aber sonst auch nichts mehr außer dem Daedra-Schrein da vorne. Gehen wir mal hin. Ach, ein Felsen. Da wäre dann noch Festung Sutsch, oder? Genau. Da ist er schon. Malakats Schrein. Ob ihm das gefällt? Naja. Mukromurgak. Wer spricht mit euch? Ich nicht. Oh, schade. Gorobgrouktub. Habt ihr eine Einladung? Ich habe euch nicht eingeladen. Oh. Oh, das ist Aloe Vera. Aber hier gibt es sonst wirklich nichts mehr außer Festung Sutsch. Das heißt, wir wären dann fertig. Hier, vorerst. Toll. Schobob Groruktusch. Ihr wagt es, den Schrein unseres Herrn zu betreten? Ihr seid keiner von uns. Geht glaubt nur. Wer? Mag er nicht, mag er nicht. Okay, die beiden mag er. Gutes Argument. Fast. Was für ein mieser Sch... Weder jetzt noch in der... Dagegen ist mein Leben... Fürs... Das soll komisch sein? Ich... Das ist... Was für ein Unsinn. Schrein von Malakat. Ihr gehört nicht zu Malakats Lieblingsvolk. Er mag Orks. Euer Pech. Geht zum Schrein. Aber auf eigene Gefahr. Ich werde mich dem Schrein nähern. Dann geht und nähert euch weiter. Aber Malakat möchte ein Geschenk. Er mag Trollfett. Und er mag nur Trollfett. Okay. Strapaziert die Geduld des Gottes nicht. Niemals. Holen wir uns Trollfett. Ich würde kurz zur Kalmine reisen wollen, ob wir von da aus noch was anderes sehen. Sutsch und sonst nichts. Na gut, passt. Okay, dann reisen wir jetzt zum Eiszackturm, legen Zeug ab, holen uns das Trollfett und dann gehen wir wieder zurück. Ja, es ist Tag. Ah. Wenn Tag ist, könnten wir auch gleich verkaufen. Trollfett. Vierzig Stück haben wir. Nicht sonderlich viel, aber wir brauchen ja nur eines. Ich grüße euch. Grüße zurück. Bäh. Wie spät ist es denn? 6.17 Uhr. Die machen erst in 2 Stunden die Läden auf. Verdammt. Aber wir sind sowieso fast komplett überladen. Also fast überladen. Da passt es schon, dass wir jetzt hier sind. Viel haben wir aber nicht zum Ablegen, naja. Spiegel und Absorption, toll. Okay, wir haben 852 Pfeile.
Wir brauchen also 148. Mal sehen, kriegen wir die? Nein. Schade. So, was hätten wir denn sonst noch gerade? Hatten wir, glaube ich, gar nichts. Genau. Ah, genau. Großes Amulett der Absorption und des Spiegels. Des Spiegels haben wir, aber nicht der Absorption. Super. Und hier müssten wir schon... Oh, da haben wir doch noch Elfenpfeile. Ah, und Oblivions Umarmung. Sonst noch etwas? Stab der Stille und stärkerer Stab der Stille. Ah, das ist leicht zu merken. Oblivions Umarmung haben wir nicht. Stab der Stille haben wir. Stärkerer Stab der Stille. Haben wir auch. Also nur Oblivions Umarmung. Dann noch die Pfeile unten und dann gehen wir verkaufen bzw. schlafen. Ah, gehen wir gleich schlafen und legen die Pfeile auf dem Weg nach unten ab. Ja, Vampirismus hat sich wieder erhöht. Ist alles in Ordnung? Ja, kein Problem. Ihr seht etwas krank aus. Nein. Ich doch nicht. Einen wunderschönen guten Tag. Ebenso, Gerüchte. Gaston Sourilier und sein Bruder David besitzen einen der besten Weinberge in ganz Cyrodiil. Benötigt ihr vielleicht eine neue Rüstung oder Waffen? Bei mir findet ihr eine große Auswahl. Das brauchen wir nicht. Das ist ein echtes Schnäppchen. Das auch nicht. Ein exzellentes Geschäft. Der wird verkauft. Mal sehen, welche Tränke wir hier verkaufen können. Den hier. Der hier. Da kriegen wir wieder einiges an Geld, Leute. Das? 1200 Geld für ein Amulett. Gold für ein Amulett. So rum. Jetzt hätte ich fast den Bogen verkauft. Das? Daran. Das ist ein echtes Schnäppchen. Handelsgeschick hat sich verbessert. Ja. Ein guter. Und noch ein zufriedener Kunde. Ja. Seht euch. Speichern wir hier drin kurz. Ja, funktioniert super. Dann zum Schrein. Ja. Möchtet ihr mal Tafel Malakat Trollfeld opfern? Ja. Ihr habt ein Geschenk mitgebracht. Gut, das ist klug. Möchtet ihr etwas? Nun, wenn ihr klug seid, dann werdet ihr tun, was ich euch sage. Verstrat hat meine Oger genommen. Sagt, sie seien sein Eigentum. Verlogene Made, das sind meine Oger. Verstrat hat meine kleinen Brüder in Ketten gelegt und lässt sie in den Minen arbeiten. Das gefällt mir nicht.
Geht zu Fürst Draths Anwesen. Befreit meine Oger und holt sie heraus. Verstanden? Auf geht's! Als ich die Opfergabe darbrachte, wurde Malakath beschworen und sprach zu mir. Er trug mir auf, zum Anwesen Fürst Draths zu reisen und die Ogersklaven zu befreien, die er in der nahegelegenen kahlen Mine hält. Die ganze Zeit, während er gesprochen hat, wurde unser Leben weiter reduziert. Aber okay, machen wir. Wir können natürlich nicht schnell reisen, sondern müssen da jetzt zu Fuß hin. Offenbar müssen wir da rein. Schlüssel für die Kahn-Sandbank-Mine. Sehr schön. Wenn wir schon mal hier drin sind. Lass mir auch gleich einiges mitgehen. Geil. Was müssen wir eigentlich machen? Ihn töten oder was? Fürstin Draht. Tut mir leid, aber ihr seid in ein Sperrgebiet geraten. Ihr müsst hier weg. Jetzt. Okay. Seid gegrüßt, Reisender. Was wollt ihr hier? Wir werden sehen. Erstmal reden. So. Die beiden mag sie. Sollte das etwa ein Kompliment? Das ist wirklich komisch. Ja, fürs Draht. Er ist mein Ehemann und ein freundlicher und liebenswürdiger Herr. Er hat mir alles gegeben, was ich mir je hätte wünschen können. Okay. Seht euch vor. Fürs Draht. Willkommen in meinem bescheidenen Heim, Fremder. Was führt euch an diesen Ort? Einiges. Mag er nicht, mag er nicht, mag er. Die beiden mag er. Ein. Warte. Der war gut. Hat versucht. Sicher. Wie niedlich. Ihr seid gut. Anwesen des Fürsten Draht. Das Land ist gut und der Hof wirft viel ab. Aber die unterirdische Mine ist es, die meinen Reichtum sichern wird. Fürst Draht. Ich bin Fürst Draht. Gerüchte. An Zombies denke ich gar nicht gerne. Keine Arme, keine Beine, kein Kopf. Ihr Gestank ist unerträglich und sie sind nur schwer zu töten. Och, geht schon. Ogersklaven. Könnt ihr euch eine bessere Verwendung für die geistlosen Tiere vorstellen? Unter meiner Aufsicht bewirken sie etwas Gutes für diese Welt. Kein Lebewesen sollte in Sklaverei leben. Ich bewundere eure Bemühungen. Nein, kein Lebewesen sollte in Sklaverei leben. Ich kann mich nicht erinnern, euch nach eurer Meinung gefragt zu haben. Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Bitte verlasst meinen Grund und Boden. Ich habe mit Fürst Draht gesprochen. Er sieht die Oger als Sklavenmaterial an, da es nicht gegen das kaiserliche Gesetz verstößt. Ich fürchte allerdings, ich habe ihn verärgert, denn er will nicht länger mit mir sprechen. Vielleicht ist seine Gattin ansprechbarer. Ich fürchte, ihr habt meinen Mann verärgert. Bitte geht, bevor er seine Fassung verliert. Ich flehe euch an. Anwesen des Fürsten Draht. Draht kaufte das Land und den Titel vom Rat.
Es hat ihn ein Vermögen gekostet und er will unbedingt, dass sich die Investition auszahlt. Ogersklaven. Er lässt sie in der kahlen Mine für sich arbeiten. Es ist furchtbar. Die Wärter prügeln diese Geschöpfe ohne Gnade. Mehr kann ich euch nicht sagen. Nun geht bitte. Fürstin Malakat sagt, Fürstin Draht sollte es heißen, sagte mir, dass sich die Oger in der kahlen Mine befinden, nicht weit von hier. Ich werde hingehen und sie befreien müssen, um Malakat zu besänftigen. Leb wohl. Leb wohl. Dann gehen wir jetzt zur Mine. Hey, er ist rausgekommen. Und geht wieder rein. Jetzt ist es plötzlich leicht. Jetzt, da wir den Schlüssel haben. Naja. Lady Draht sagte mir, die Ogre befinden sich in der Kamine. Nicht weit von hier. Ich muss sie befreien, um Malakat zu besitzen. Moment mal, das hatten wir doch schon. Das ist der gleiche Text, nur ein bisschen anders. Kahle Mine, Hauptmann oder Wachmann. Das sind irgendwie verdammt viele. Der Rüstung hat sich verbessert. Wir kämpfen ernsthaft, Leute. Erstmal Gift der Mühsa. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal ein Elixier der Erforschung, oder? Mal sehen. Festigen Stärke würde ich mir gerne aufheben wollen. Ausdauer verstärken. Ja, nehmen wir den. Lebensenergie festigen. Festigen Konstitution. Glück? Nein. Okay, dann nehmen wir jetzt noch einfach noch einen der schwachen Heiltränke, wo wir eh nur einen haben. Mehr geht, glaube ich, nicht, oder? Einen Steckern können wir, glaube ich, gar nicht nehmen jetzt. Nein. Lass uns zu Ende bringen. Verdammt viele! Vielleicht sollten wir jetzt wirklich mal was beschwören. Vielleicht beschwören wir wirklich mal was. Tremora? Geht nicht. Irgendwas, das uns hilft. Düster Gespenst? Magie reicht nicht aus. 381! Wow. Kopflosen Zombie? Nein. Wir können nichts beschwören. Okay. Hey! Irgendwie glaube ich, wir könnten jetzt sterben, Leute. Ich habe einen neuen Trick herausgefunden, Leute. So leicht sterben wir nicht mehr. Hört ihr also recht? Hey! Das sind verdammt viele! Hey! Wie viele Heiltränke haben wir nicht dabei? Mein Schwert ist kaputt! Ich hab's nicht mehr! Ah!
jetzt. Wir haben einen getötet. Jemand wurde ermordet. Ich glaube, wir haben noch einen erwischt. Wir haben keine Energie mehr, verdammt. Haben wir... Nein. Dann bleiben jetzt die hier. Wir nehmen mal die Pferde der Bannung her. Niemand wurde ermordet. Niemand wurde ermordet. Verdammt, wir haben gleich echt keine Tränke mehr. Was sind sie denn? Wir haben nur noch 7. Hey. Wenn es jetzt Nacht wäre, würde ich rausgehen und draußen fighten. Ich glaube, wir haben noch einen getötet und das war's. Wir sterben gleich, wenn das so weitergeht. Okay, wir müssen hier raus. Auch wenn Tag ist.